Wie gut kennen sich die Club-Schauspieler wirklich? Das waren die Dreh-Highlights der Schauspieler. Das große Fan-Event im Kino. So war der Dreh von Leos Beerdigung. Regisseur Felix Binder im Interview: Hier fällt die allerletzte Klappe. Er war der Anführer. Die Schauspieler vor dem großen Serienfinale. Leo schließt Frieden mit seinem Vater. Leo will Toni und Valerie zueinander führen. Emma muss endlich loslassen, obwohl Leo, Tim Oliver Schulz, seinen Freunden deutlich gemacht hat, dass es für ihn keine Hoffnung mehr gibt, möchte Emma, Luise Beaufort, das nicht wahrhaben. Tag und Nacht beschäftigt sie sich verzweifelt mit möglichen Heilungstherapien für Leo. Doch das macht alles nur noch schlimmer. Leo, ich werde sterben. Du kannst mich nicht retten. Emma sitzt völlig niedergeschlagen vor ihrem Laptop. Sie hatte solch große Hoffnungen in diesen einen Arzt aus Buenos Aires gesetzt und fest daran geglaubt, dass er Leo helfen kann. Doch nun hat er ihr mitgeteilt, dass auch er keinen Rat hat. Emma will und kann Leos Todesdiagnose trotzdem nicht akzeptieren. Sie klammert sich fest an den Wunsch, ihren Freund noch irgendwie retten zu können. Ich werde sterben. Du kannst mich nicht retten. Niemand kann mich retten, versucht Leo auf seine verzweifelte Freundin einzureden. Es ist schlimm für ihn, Emma so zu sehen, du musst damit aufhören. Bitte, doch es hat keinen Sinn. Emma glaubt weiterhin krampfhaft an ein Wunder. Leo, das ist Zeitverschwendung, weißt du, wie unerträglich das ist, nicht zu tun, fragt sie Leo entgeistert. Leo weiß das leider viel zu gut. Und genau deshalb will er seine verbliebene Zeit genießen, anstatt sich vergeblich Hoffnungen zu machen. Das ist Zeitverschwendung. Und Zeit ist das Kostbarste, was wir gerade noch haben, versuchte Emma klarzumachen. Von Eugen will sie aber nichts hören. Sie kann noch nicht loslassen. Wenn du die Folge von Club der Roten Bänder verpasst hast, kannst du sie dir kostenlos in voller Länge bei TV Now anschauen.